that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of. Mr. Axel Foley. Grüß dich. Ja, Servus. Mr. Axel Foley. Hey, das ist was Neues. Das ist richtig gut. Mr. Whatever. Mr. Awesome. Mr. David Ackerman, wie man es immer so schön sagt. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Es ist Wahnsinn. Hammer. Lange Pause, aber Betriebstagebuch. Es geht wieder weiter und ich freue mich mega drauf. Also ich finde es richtig, richtig gut. Erstmal allen alle da draußen herzlich willkommen. Juhu, wir sind wieder da und haben wieder Bock, im Endeffekt mit euch die Themen durchzustreiten. Und ich will eigentlich mit einem Dank erstmal ganz kurz anfangen an so viele Rückmeldungen, die von euch in der Hinsicht kamen, was echt genial war. Also wir haben so viel diskutiert, kritisch, gut, super, dahingehend, es war wirklich eine total geniale Zeit mit euch. Wir haben ein bisschen Pause gebraucht, ja, weil bei uns, gerade beim David, extrem viel los ist. Da rennt die Uhr mal so von rechts nach links, von oben nach unten, der weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Bei mir war es ähnlich und dementsprechend sind wir jetzt wieder so weit, dass wir sagen, wir müssen unbedingt uns wieder zeigen, das ist das Erste, und wir müssen wieder raus und wir müssen vor allen Dingen wieder Themen anpacken, weil aktuell brennt die Hütte. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Mir geht's eigentlich richtig blendend. Ich bin genau in meinem Element. Ja, du weißt, wenn ich viel zu tun habe, ist alles gut. Ja, vielleicht ein kleines Zwischenfazit. Ja, die Akademie, ja, braucht ja auch wieder Inhalt. Und wir haben da für Ende des Jahres schon vorgesorgt, ja, auch fürs nächste Jahr. Ganz, ganz coole Dinge. Richtig krass. Ich will an der Stelle nochmal vielleicht ein bisschen Werbung machen, weil ihr könnt uns nämlich live sehen dieses Jahr, und zwar bei den Dr. Nüsken Herbstseminaren, und wir sind sogar noch beim Wilhelm. Bei Wilhelm, richtig. Jawohl, dahin gerne, ja, mal und wir, Christian. Wir sprechen mit euch das Thema Personalrecruiting durch, wenn das Personal von der Seite springt. Ne? Ja, yeah. Das liebe Personal, es ist so cool. Aber lass uns mal kurz auf den Punkt kommen, denn in letzter Zeit ging ja eins durch die Medien, Gewalt in Freibädern. Die Schlagzeile schlechthin, Gewalt in Freibädern, kann man heute noch überhaupt in ein Freibad gehen? Alex, hast du das auch mitbekommen? Ja, nee, natürlich, ja, Vollgas. Also es war ja gerade, Berlin war ja massiv in der Hinsicht in den Medien, gerade das Columbia-Bad, was ja da, wo es echt abging. Und also ich finde es hochinteressant, dass die Medien aktuell so massiv draufgesprungen sind. Ja, und es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich schon gut, weil die Bäder nochmal einfach mediales Interesse bekommen und man doch auch aufmerksam wird, und wir brauchen vor allen Dingen Aufmerksamkeit auch in der großen Politik oben, eben nicht nur unten, sondern auch oben, und das war der Punkt, wo einfach jetzt einmal auch mal reagiert wurde. Aber, muss es einfach immer wieder sagen, das, was halt die Medien draus machen, ja, es sind zwei, drei Bäder in der Hinsicht drin, dann wird eine große Kampagne draus gezogen, dann wird Statistiken gewählt, das LKA fragt an einzelnen, überall in den Bädern wird angerufen, ja, und man steht dann dran mit irgendwelchen Zahlen und denkt sich, okay, ist es wirklich so, wie es jetzt aktuell ist, oder gibt es noch mehr? Und gibt es Dunkelziffern, oder wie ist es denn wirklich, in so einem Bad zu arbeiten? Weil für mich ist es immer noch der Punkt, was passiert mit mir, mit meinen Leuten und mit den Leuten, die da an der Front stehen? Mhm. Weil du die Zahlen ansprichst, ja, die tatsächlichen Zahlen, die kommen ja dann auch durch Polizeiberichte. Aber ich will gar nicht wissen, oder ich weiß auch aus der Erfahrung raus, wie viele Dinge oder wie viele Aktionen konntest du schon selber verhindern, bevor sie wirklich akut werden, sodass du Polizei benötigst. Ja, und das ist mir bei dieser ganzen Debatte so ein bisschen untergegangen.
dass die eigentliche Problematik gar nicht richtig thematisiert wird. Ja, es für mich war das immer so, man hat jetzt wieder Sommerloch-Thema und jetzt haut man wieder drauf. Typisch. Oder? Ja, klar. Ich Das ist immer habe das A in ja. keinem einzigen Bericht, in keinem einzigen, irgendwann mal das Lob an das Personal gehört, was die da draußen leisten. Deswegen. Ich hatte es ja geschrieben in dem Beitrag, ja, wir stehen mittendrin, da wo Polizeikräfte alleine nicht reingehen. Na. Eure Securities, die auf einmal in Dingern drinne stehen, in Massen an Männern und Frauen, wo einfach geschubst und randaliert wird und sich was aufbauscht. Da geht es eins ums andere. Die Frage ist, sind wir so weit, dass wir wirklich Securities brauchen in Schwimmbädern, damit wir zu baden gehen können? Und welche Rolle spielen wir dabei? Ja. Welche Rolle spielt der Schwimmmeister dabei? Sind wir dann nur noch die, die eigentlich in der Kabine hocken, weil der Sprungturm, wenn der zugemacht wird, muss der Angst haben, dass dir hinten einer Nackenbatsch gibt und du im Endeffekt auf der Fresse landest? Oder ist es wirklich was, wo man sagen muss, hey, dürfen wir überhaupt unseren Job noch machen ohne Security? Ja? Und erstmal nochmal vielen Dank, weil es so, glaube ich, jetzt nicht medial mal gemacht wird, machen wir es jetzt. Ja? Eins, zwei, drei. Dankeschön. Danke. Also wirklich, danke an euch, alle, die vor allem in den Hotspots arbeiten. Es sind die Großstädte, es ist München, es ist Nürnberg, es sind überall Bäder, wo, ja, wo einfach viele junge Leute, viele, ja, Gruppen einfach auch unterwegs sind, wo es immer wieder zu Konflikten kommt. Und da kommen wir eins ums andere, wenn wir so ein bisschen Überblick geben, ja, wenn man so ein bisschen Statistiken mal anguckt, ja, jetzt hat man gesagt, okay, gerade in Bayern proklamiert, wird es ja wild proklamiert, da habe ich mir heute gerade die Statistiken auch nochmal angeguckt. Es sind massiv zurückgegangen. Ja, das kann sein, zumindest von den Straftaten, die so beziffert wurden, die halt ein Stück weit in die Statistik kamen, aber es ist einfach so groß, so viel mehr, was da passiert, was wir jeden Tag erleben, ja. Und es kommt halt nicht in die Statistik, wenn du bespuckt wirst. Es kommt halt nicht in die Statistik, wenn du gesagt hast, hey, wenn du nach Hause kommst, ich warte vor der Tür. Und es gibt so viele Schwimmmeister, die das täglich erleben. Es klingt arm, aber es ist echt so. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir endlich ansetzen müssen und schauen müssen, hey, was ist es denn? Wie schaffen wir es, Bäder sicherer zu machen und Maßnahmen zu treffen, Prävention zu betreiben, dass es nicht in dieser Masse mehr passiert, ja? Dass es nicht mehr in dieser Art und Weise passiert, dass Schwimmmeister, und das finde ich grausam, ihren Job wechseln, weil sie einfach sagen, ich gehe dieses Risiko für mich nicht mehr ein. Ja? Es ist mir zu gefährlich geworden. Und das finde ich einfach krass. Ja? Und ich habe jemanden kennengelernt, der war kurzfristig bei mir im Bad. Und das ist hochinteressant gewesen. Er kommt eben aus der Region da oben und der hat seinen Job gewechselt. Einfach, der war Schwimmmeister Jahrzehnte. Und er hat seinen Job aufgegeben, weil er gesagt hat, es ist einfach nicht mehr möglich, den normalen Schwimmmeisterjob da auszuführen, weil es einfach am Wochenende knallt, weil es immer wieder Bedrohungen auch an seiner Familie gibt, wo er sagt, das mache ich nicht mehr, dafür bin ich nicht ausgebildet und es ist nicht dieser Beruf. Und Richtig. das Vor ist, glaube allen ich, Dingen, das. und das darf man nicht vergessen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Entschuldigung. Jetzt Willkommen habe im ich dir auch den Betriebstagebuch. Faden. Nein, zum einen, ich habe so viele Sachen im Kopf jetzt schon wieder. Zum einen wollte ich dazu sagen, in den Ballungsgebieten war das ja nicht nur seit diesem Jahr so, sondern da ist es auch schon seit Jahrzehnten so. Eben, ja. Ja, und jetzt pickt man das halt wieder raus und stellt es so dar, als wäre das jetzt erst so. Ja, also das Thema ist seit Jahrzehnten schon ein akutes Thema und es gibt nicht diese Lösung, wo du sagst, hey, da kann ich meinen Job machen. Und ich Das glaube, sehe ich ja, keinen Ansatz dafür und auch der versprochene Ansatz,
von unserem Rücken, ne? Also von den Gesellschaften, die eigentlich für uns, für die Bäder arbeiten. Ja, die schlagen das oder bagatellisieren das dann auch noch mit Statistiken runter, mit reinen Fakten. Und ja, nimmst du die Emotionen aus dem Ganzen raus, es ist heiß, ja, alle sind hier auf High Life, dann sind die Statistiken eben so. Aber es kann doch nicht sein, dass wenn wir diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben, dass da mit keinem einzigen Wort, ja, die Wertschätzung für das Personal da unten erwähnt wird. Ja. Das ist genau eigentlich da, wo es so richtig krankt, ja, weil in letzter Konsequenz, du kannst kein Bad aufsperren ohne das Personal, was diesen Job liebt, und wenn dieser Job so eigentlich nur noch als Job gesehen wird, dann verkommt diese Wasserflächen eigentlich nur noch dazu, dass eben Dinge passieren werden, ja, dass Dinge ein Stück weit nicht nur unter Bagatellisierung hergestellt wird, sondern dass eben genau diese Leidenschaft, die Bäder auch ausmachen, ja, verloren gehen, ja, und dadurch einfach auch nur noch aufgeteilt wird. Und Aufteilung findet in der Hinsicht statt, dass Security kommt, dass irgendwelche Menschen auf die Wasserflächen gucken, wo gesagt wird, okay, denen kann man das noch zutrauen, ja, dass wenn was passiert, dann können sie sich wehren. Ja. Mhm. Das Schlimmste finde ich, wenn in Stellenbeschreibungen Kampfsporterfahrung steht, also dann hört es doch irgendwann mal auf. Und das sind alles naja, so Punkte. Es ist halt ein breites Berufsbild, ja. Herzlichen Glückwunsch. Warum nicht auch das noch? Ja, genau. Ich finde es, du hast es schön wieder gesagt, aber das ist wieder dieses Drumrumreden, weißt du, so, oh, Schwimmbäder und die kulturelle Geschichte und so weiter. Fakt ist doch ganz einfach, es ist zu einfach, wenn man sagt, der Fachkräftemangel in der Bäderbranche ist nur vom demografischen Wandel abhängig. Das ist kompletter Blödsinn. Du sagst es eben, ich kenne auch so viele, die einfach den Job gewechselt haben, weil sie sagen, hey, wer bin ich denn? Und das ist das Problem. Und das haben wir haben das in dem Podcast Fachkräftemangel ja schon ein paar Mal aufgearbeitet, weil der Fachkräftemangel so in der Art nicht da ist. Wir haben genügend Fachkräfte. Wir haben ein Fachkräfteabwandern aus der Branche. Das ist einer der Hauptproblematiken, die wir haben. Ob es Gehalt ist, ob es die Arbeitszeiten sind, das ist eigentlich völlig wurscht. In der jetzigen Zeit, jetzt heißt die Sau, die man gerade durch die Arena treibt, Gewalt in Freibädern. In letzter Konsequenz gibt es so viele Punkte, die man aufarbeiten müsste, um genau diesen Job auf der einen Seite zu retten, vielleicht irgendwie, oder um zu strukturieren, dem Halt zu geben, dass man ihn überhaupt machen kann. Also gerade in Ballungsgebieten. Ja, richtig. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung, denn dieses Berufsbild ist nach wie vor interessant. Ja, es ist breit, es ist Flexibilität und so weiter. Wir kennen das ja alle. Ja, aber wenn sich unser Rücken nur mit Kamerasystemen beschäftigt und mit Digitalisierung, die nach wie vor wichtig ist, aber nicht mit dem eigentlichen Kernthema, das uns Menschen ausmacht, ja, das wird einfach fallen gelassen. Ja. Und dann sagt man, ja gut, dann stellen wir halt einen Sicherheitsdienst ein, koste was es wolle, ja, und dann ist das Thema durch. Ja. Ich finde es verantwortungslos von jedem Betreiber irgendwo. Wir müssen uns doch viel mehr Gedanken machen, was den Menschen in dem Beruf ausmacht, und das weiterdenken. Ich meine, wir machen das in der Schwimmerplattform intensivst. Ja, wir betreiben das. Wir haben diese Philosophie zu sagen, hey Mensch, wir sind individuell und daran müssen wir arbeiten. Aber es ist so einfach, die Themen wegzulenken, ja, oder nur einseitig zu bespielen. Ich wollte jetzt nicht damit irgendjemand kritisieren, weil ich Kamerasysteme sage, ja. Aber was macht den Menschen in diesem Beruf aus? Und wo ist der Rücken für diese Leute? Das fehlt ist das, mir komplett. Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und die KI und auch Kamerasysteme, um einfach ganz kurz dabei zu bleiben, ist alles gut. Es hilft ungemein, aber die KI springt mir nicht ins Becken.
Also sie gibt mir halt im Endeffekt vor, was ich, sie hilft mir, sie sind Hilfsmittel, ja. Aber sie rettet nicht das Leben zum Schluss, ja, sondern sie Richtig. erhöht die Geschwindigkeit, dieses Leben raus dann zu retten von dem, der es rausholt, ja. Der schnelle Hubboden ist noch nicht erfunden, dass man im Endeffekt das Ding, dass wenn eben unten am Boden liegt, dann der Hubboden hochkommt. Das, jetzt, Ja, ich weiß schon klar. irgendwie, wenn eine Firma da draußen uns hört und das entwickelt, genau, Provision kommt zu mir, Dankeschön. Nee, nichtsdestotrotz ist es dann. Ja, war gut. Ja, war gut. Dahingehend, ja, lass uns doch nochmal in der Hinsicht auf Sicherheitsmaßnahmen, Prävention gehen. Wir wollen ja nicht immer nur reden, sondern wir wollen ja auch wirklich Lösungen irgendwo mit präsentieren. Du hast jetzt schon mal angefangen, in vielen Beiträgen einfach das auch schon nochmal anzusprechen, ja, in der Großform, einfach zu sagen, hey Leute, ganz ehrlich, wacht auf in der Art und Weise, ja. Fangt an, in der Hinsicht auch wirklich da weiterzugehen. Gib das mal ganz kurz in kurzen Worten wieder, warum du den Beitrag geschaltet hast. Der Beitrag auf LinkedIn, der kam aus dem Gefühl raus, als ich diesen medialen Auftritt verfolgt hatte und eigentlich von unserem Rücken, also ich meine damit Gesellschaften, Fachverbände und so, eigentlich nicht diese Wertschätzung und diesen Rücken empfunden habe. Ich habe mich als jemand in dem Beruf hilflos gefühlt, ja, dabei brauche ich doch die Leute, um hinter dem, dass ich weiß, es steht jemand hinter mir und ich mache das mit voller Leidenschaft weiter. Ja, ich habe mich da auch bezogen auf dieses Versprechen im letzten Jahr, ja, bei Spiegel TV, und da hat sich auch nichts verändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Betreiber im Sommer, wenn es heiß ist, die Tore aufsperrt und reinlässt, was kommt, ist das für mich verantwortungslos. Verantwortungslos jedem einzelnen Mitarbeiter, der diesen Tag versucht zu überleben und sein Bestes zu geben. Und wir kennen das alle. Wenn die Bude voll ist und das ein paar Tage, das ist ein Knochenjob. Klar, wir machen das aus Leidenschaft. Das sind auch mal Phasen, da geht's richtig rund. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt und das finde ich auch wieder das Schöne daran, wenn wir das Thema jetzt nochmal anders betrachten. Ein Schwimmbad ist immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und wir in unserem Job, wir sind eigentlich diejenigen, wir können diese Gesellschaft am besten wiedergeben. Also kommt in die Stellenbeschreibung jetzt bald auch noch rein, wir müssten uns politisch mehr engagieren, damit da mal wirklich verstanden wird, um was es denn da geht. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ja, Bedrohungen vom Personal und so weiter. Jeder kennt die Videos. Gut, das passiert jetzt auch nicht in jedem Bad überall. Ja, aber warum kann ich mir dahingehend nicht mal was einfallen lassen, um mein Personal zu schützen? Als Betreiber oder gerade von dem Rücken, wie ich es eben erwähnt habe, ja, alle sprechen von psychischer Gefährdungsbeurteilung. Wo ist denn die? Wo Was ist steht denn da drin? Ja, und das sind einfach die Punkte, die mich wirklich, ja, ich habe stundenlang drüber nachgedacht und mir gedacht, hey, eigentlich seid ihr auch mit dran schuld, dass die Leute gehen. Dass die Leute sagen, nö. Ja, das ist das eine, um vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, was David damit meint, wegen gesellschaftspolitisch, dass wir das im Bad mitkriegen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wie war es in der Flüchtlingskrise? Ja, das meint man mit gesellschaftspolitisch. Als so viele Flüchtlinge kamen und es klar war, okay, die können das nicht sprechen, die können unsere Sprache nicht. Wie viele haben sich in meinen sozialen Netzwerken mir geschrieben, hey Alex, hast du die Baderegeln auf Arabisch? Kannst du mir bitte helfen in der Hinsicht, wie geht man mit den Menschen um? Ja? Wie schafft man da den Mehrwert, dass man eben genau diese Fronten, und jetzt sind wir gesellschaftspolitisch,
in dem Bad, die ja da passieren. Warum? Weil so viele Kulturen wir haben. Ja, die kommen alle bei uns ins Freibad rein. Ganz viele. Nicht nur Kulturen, ich würde es unter dem Stichwort die Diversität unserer Besucher sehen. Das ist das. Altersgruppen, Ethnien, soziale Schichten, Kulturen, wie du sagst, ja. Eigentlich spiegelt das ja die Vielfalt, ja, dieser Gesellschaft wieder. Und das genau in verschiedenen Situationen. In der Früh, ja, ist weniger los. Dann kommt irgendwann um 3 die Primetime, ja, wo sich alles aufstaut, wo es eng wird und so weiter. Ja, und wo sich natürlich dann Konflikte bilden und so weiter, ja. Das Verhalten der Menschen verändert sich in den, ich sag mal, seit der Flüchtlingskrise massiv. Ja. Eigentlich kann man sagen, dass die Schwimmbäder seit der Flüchtlingskrise eigentlich in diesem Dauer-Power-Zustand ist, was das betrifft. Und das ist mir so wichtig, das nochmal aufzugreifen, weil da hat das erste Mal mit so Gewaltstrukturen nochmal angefangen. Ja? Wo man immer wieder halt einfach auch in Diskussionen war, die man nicht mehr beherrschen konnte, ja, wo einfach auch Gruppen auf einmal da waren, mit denen man erstmal umgehen mussten, ja, die eine andere Wertvorstellung haben. Und jetzt kommt natürlich noch was dazu, dass man sagt, okay, jetzt kommt noch ein großes Gruppenkollektiv dazu, ja, also wenn ich halt 20 Halbstarke vor mir habe, aber das sind halt Halbstarke mit 20 Leuten, mit denen brauchst du dich nicht anlegen, ja, da musst du im Endeffekt klug sein, wer dann den Kürzeren zieht. Und umso mehr du in Krisengebieten kommst, ich nenne es jetzt mal wirklich Krisengebiete, umso mehr du sozial schwache und ärmere Regionen kommst, wo halt einfach, ja, auch wirklich Frust immer wieder mal auch da ist und jetzt das im Bad ist und über den Tag hinweg ist, ja, und es dann nachmittags einfach auch verschiedene Gruppen da aufeinander knallen, dann wird es unheimlich anstrengend und dann wird es einfach auch kriminell für uns alle. Wie schaffen wir es, genau das ein Stück weit einfach zu reglementieren? Wie schaffen wir es, da Mehrwert zu schaffen? Wie schaffen wir es, das ein Stück weit unter Kontrolle zu kriegen? Und es kann nicht sein, dass es einfach nur heißt, ja, das habt ihr ja gelernt. Also das kann es nicht sein. Ja? Also ich habe es nicht gelernt, wie ich 20 Halbstarke, die jetzt auf mich Gas geben, die völlig hochgepusht sind, sie im Endeffekt gewaltfrei von rechts nach links zu bewegen. Also ich schaff's nicht, die aus dem Bad zu schmeißen, sondern da brauche ich die grüne Minna mit der vollen Montur, weil da geht's Halligalli Drecksau und es gehen Sachen kaputt. Und das ist eben die Frage. Und deswegen jetzt einfach auch mal herzugehen und zu sagen, was kann man präventiv machen? Was wäre dein präventiver Ansatz? Bevor ich auf den Präventivansatz komme, da habe ich mit Sicherheit sehr viele Ideen. Ich habe mich da ja auch intensiv mit einem System beschäftigt, das an den Start geht. Aber was eine wichtige Botschaft, glaube ich, ist, gerade in so Ballungsgebieten, wo sozial ärmere Menschen leben, da ist doch das Freibad um die Ecke eigentlich auch ein Ort, wo man die Leute von der Straße wegkriegt. So wie man es umgangssprachlich sagt. Das ist doch der Punkt. Wir bieten doch den Menschen Freizeit, ja, Kultur. Wir bieten denen ja was. Aber es muss halt auch unter einem gewissen Reglement laufen, ja, weil wir ja dann nicht nur Jugendliche haben, sondern wie eben schon erwähnt, wir haben verschiedenste Altersgruppen, ja, die halt dort wieder aufeinander treffen. Ja. Aber zum Thema Maßnahmen. Man könnte ja die Maßnahmen aufteilen in Langzeitmaßnahmen, weil wir wissen ja, okay, das Thema wird uns die nächsten Jahre wahrscheinlich noch intensiver betreffen. Also vor 5 Jahren haben wir schon gesagt, okay, wir müssen jetzt mal was tun. In Bädern dauert es immer ein bisschen länger. Jetzt ist es zu spät, jetzt tun wir was. Ja, jetzt wird da wieder Geld reingebuttert, dass man irgendwas herzaubert. Ja. Ne? Man könnte es noch weiter aufteilen in Sofortmaßnahmen. Also wenn ich jetzt einfach mitbekomme, okay, bei mir ist das jetzt gekippt über Nacht. Ja, kann ja sein, Gewerbegebiet, die Stadt ist gewachsen, die Gemeinde ist gewachsen. Ja, es hat sich irgendwas in der Kommune oder in der Gemeinde verändert, dass ich jetzt auf einmal diese Situation habe. Und wie du schon sagst, präventiv. Also Präventivmaßnahme ist doch jetzt schon zu sagen, okay, Sicherheitspersonal. Präsenz.
Präsenz. Es ist nicht dein Job, hier ja, streitende Jugendliche auseinanderzuhalten. Und ich meine mit Streiten nicht Wortgefechte, ja, sondern Kickbox-Attacken und sonstiges. Aber diese Präsenz, ja, dass immer jemand beobachtet wird, das kennen wir alle. Ja, ich weiß nicht, ich habe damals die Momente geliebt, wenn du in den Dienst kommst und schon die Jugendgruppen dich sehen und wissen, oh, da müssen wir aufpassen. Dann weißt du eigentlich, okay, ich bin angekommen. Ich bin auch akzeptiert. Auch wenn es Genau. vielleicht in dieser Art der Kommunikation noch nie gelaufen ist, sondern immer so, ey, noch einmal und du fliegst, ja. Aber das ist doch der Reiz, ja. Ja, aber was ist, und das ist das Schöne, also dieses Beispiel erkennt ja, was ist die Konsequenz oder was hat sich daraus gebildet oder was ist denn der Grund, warum die Leute auf sowas reagieren? Ist das, dass sie wissen, dass eine Konsequenz folgt, wenn sie Scheiße bauen? Und wo stehen wir heute? Heute ist das Freibad in vielen Bereichen vogelfreie Zone. Die können machen, was sie wollen. Ja, dieser Respekt davor zu sagen, hey, pass auf, Leute, den Scheiß macht ihr nicht, das kannst du in dem Moment nicht sagen, weil da musst du aufpassen, dass du irgendwas dir gegen den Kopf fliegt. Ja, und Ja, also ich das finde das führt. Thema Polizei-Ausweiskontrolle, finde ich irgendwo gut. Ich finde es gut, weil du gehst rein und weißt, okay, hier liegt jetzt mein Ausweis. Die wissen, wer ich bin. Es wird Folgen haben. Das ist schon mal ein guter Ansatz, wie ich finde. Kameras in Schwimmbädern, also man kann es übertreiben, ja. Man könnte vielleicht auch mit Beschilderung, also blöd es klingt, ja, wir haben eh schon Schilderwälder, aber so quasi auszeichnen, ja, wir wollen hier keine Gewalt. Einfach signalisieren, pass auf, wir wollen das hier nicht. Hier ist Gewalt untersagt. Ja, geht's bitte raus auf den Parkplatz. Genau. Ich denke, unser Job spielt sich ja am Beckenrand, ja, in den Wasserflächen. Aber das Problem, wie du immer sagst, vogelfreie Zone ist ja dann die Liegewiese. Das ist dann immer der Punkt, der dann da entsteht. Und spätestens, wenn halt einfach gewaltbereite Gruppen kommen, die sich sowieso nicht leiden können und sich dann da treffen, ja. Am Anfang fliegen Taschentücher, ja, dann fliegen Kulis, dann fliegen Flaschen und dann fliegen die Fäuste. Und ich glaube, das ist das. Und ich finde es einfach furchtbar, wenn ich im Endeffekt in meinen Dienst komme und ich weiß irgendwann mal so, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, ja, wann rufe ich die Polizei? Um 15 oder um 16 Uhr? Ja. Also, und das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Und das sind genau die Punkte, wo ich echt auch dafür wäre. Jeder Club, ja, hat das Hausrecht in der Hinsicht, vorne hinzustehen und zu sagen, pass auf, du kommst rein, du kommst halt nicht rein. Ja, du kommst hier nicht rein. Und du kommst hier nicht rein. aber in letzter Konsequenz musst du anfangen, das vor der Kasse zu lösen. Ja, und das kann halt nun mal einfach keine Kassiererin. Das können wir stecken, ja. Sondern da Ja, braucht es einfach klar. Fachleute, da braucht es Fachpersonal und das sind eben nicht die Schwimmmeister, sondern das ist halt nun mal einfach ein Security-Einlassdienst, die das lernen, die einfach auch ja, den Blick dafür haben. Und damit kann man, glaube ich, ganz viele Dinge schon mal abtun oder vor allen Dingen präventiv eingehen, dass man eben diese Sachen dann nicht schon im Bad hat. Ja. Ich sag dir nochmal einen Aspekt, der ganz wichtig ist: Präventivzugangsbeschränkung. Das ist dann der nächste Punkt. Wenn Menschen auf engstem Raum bei Hitze in einer Extremsituation, könnte man sagen, wetterbedingt, dann ist es ja vorprogrammiert. Also, es ist ja auch eine Präventivmaßnahme. Und das ist doch eine Maßnahme mit der Zugangsbeschränkung, die nicht nur für den Badegast gut ist, sondern auch für das Personal. Ja, Thema Gefährdungsbeurteilung, Thema Verantwortung des Arbeitgebers oder des Etwas. Betreibers. Und aber auch, ja, wenn man weiterdenken, überleg dir mal Wasserqualität. Ja, geht gar nicht.
Also, Entschuldigung. Das sind diese drei Faktoren. Du weißt, ich habe es bei mir entwickelt im SafeWater-Supervisor-System. Es funktioniert blendend in unserem Testbad dieses Jahr. Wunderbar. Ja, man muss es nur richtig kommunizieren, auch stadtintern, nach außen mit den Leuten. Ich meine, Marketing-like das auch richtig aufbauen. Und dann hat es Hand und Fuß. Aber das ist eine Präventivmaßnahme, wo ich mich immer frage, wenn es beim Thema Love Parade, ne, Funktioniert. Versammlungsstätte, Versammlungsstättenverordnung und so weiter. Klar musst du da Dinge erfüllen, die sind horrend. Ja, es kostet einen Haufen Geld. Aber ich habe mich immer schon gefragt, warum zählt ein Schwimmbad nicht zu einer Versammlungsstätte? Ich sag dir Ja. warum. Dann kannst du jedes Bad zuschließen. Weil Natürlich. die Anforderungen einfach krass sind. Ja. Aber trotzdem muss man doch genau an diesen Ansatz noch mal hin, dass man eben genau sagt, Richtig. was ist möglich zu überschauen und zu übergucken oder vor allen Dingen verantwortungsbewusst ins Bad zu lassen, dass Aber im klar. Endeffekt genau so eine Gruppendynamik gar nicht erst aufkommt. Und ich glaube auch, das ist genau der Punkt, wenn man flächendeckend eben so arbeitet, dass nicht Handtuch an Handtuch an Handtuch an Handtuch an Handtuch liegt, ja, und du eigentlich nur noch Köpfe statt Wasserflächen siehst, was keine Seltenheit ist. Also willkommen, große Bäder. Ich glaube, bei euch geht es manchmal nicht nur so richtig zur Sache, sondern ihr wisst gar nicht mal, wie ihr überhaupt eine Aufsicht leisten könnt, weil einfach Menschen um Menschen dann auch noch da drinnen rumeiern, dann ist genau der Punkt gekommen, wo ich sage, ja, das ist, wir sind halt nun mal kein Badesee, wir sind halt nun mal keine Ja, klar. öffentliche Anstalt oder irgendwas, sondern wir sind im Endeffekt ein Schwimmbad, was einen Zaun außenrum hat und was ein Stück weit einfach eine Fläche hat, die wir irgendwo betreuen müssen, ja. Und ich glaube auch, wir müssen über eine Obergrenze nachdenken und auch mal einfach zu sagen, okay, was ist denn überhaupt möglich? Was können wir leisten? Ja. Und also, um ein Das kurzes wissen wir Beispiel zu. mittlerweile. Das Ja, ein wissen kurzes wir Beispiel. mittlerweile. Ja, wenn Ja. man es nämlich individuell für jedes Bad macht. Erstellt. Ja. Genau. Ja, klar, sicherlich. Aber ich möchte jetzt da auch gar nicht Werbung für irgendwas in dieser Richtung machen, sondern Nee, es sind aber. Möglichkeiten. Es Genau. sind verschiedene Möglichkeiten, aber ich muss doch mal anfangen. Und meine Botschaft da ist einfach die Wertschätzung für die Leute, die diesen Job machen. Ihr Es merkt, kann doch Leute. nicht sein, dass ich das Bad aufsperre und sage, gib ihm. Das ist Nee. mein Geld für, damit finanziere ich mir das Hallenbad. Das ist verantwortungslos, unverantwortungsvoll, verantwortungslos. Unverantwortungsvoll, verantwortungslos, Nein, es ist kein Respekt vor den eigenen Leuten. Und wir sind doch in einem Zeitalter, wo wir wissen, es sind immer weniger Leute, die wir kriegen können. Also muss ich denen noch was bieten. Ja. nicht nur was bieten, sondern ich muss im Endeffekt auch die Begebenheiten, die aktuell einfach auch sind, einfach auch mal ansprechen können und dürfen. Ich glaube, das ist das Erste. Einfach auch mal sagen zu dürfen, hey, es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Punkt. Ja, Ja, wir klar. müssen was machen. Wir könnten ja das Thema Unterwasserüberwachung jetzt auch noch auf Überwasserüberwachung, damit sich die Statistiker neben ihren Zahlen auch noch angucken können, was da passiert, damit man die nächste Schlagzeile hat. Yeah, total Mensch, gut. das ist mir zu einfach. Kriegt doch mal den Arsch hoch und macht was für die Bademeister hier. Und jetzt fahre ich wieder runter, weil sonst Das war endet das jetzt. hier nicht gut, mein Guter. Nein, ich finde das gut, weil es sind genau diese Emotionen, die ja bei vielen, glaube ich, da draußen einfach auch ist. Und es ist ein Riesenthema, es wird auch ein Riesenthema bleiben. In der Hinsicht, weil das ist nur jetzt, weil es in der Schlagzeile ist, nicht weg, sondern jetzt müssen wir anfangen, weil es endlich in der Schlagzeile auch nochmal ist, doch jetzt auch politisch, also anerkannt wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber es ist zumindest politisch mal angedacht und angesetzt, dass man da mal drüber spricht. Und das sind, glaube ich, Punkte, die muss man heiß halten, die muss man hochholen und muss man dann doch nochmal im Endeffekt anschieben, um dann auch genau diese Elemente und diese Rahmenbedingungen in der Hinsicht auch mal nochmal zu überdenken und zu gucken, hey, was kann man machen? Ja, wie kann man das vor Durchaus. Ort so weit betreuen und dass man es vor Ort auch so setzen kann, dass man es auch umsetzen kann?
Und Leute da draußen, ihr habt mit Sicherheit auch alle wirklich viele Vorschläge, was zu tun ist, was halt nicht zu tun ist. Und vor allen Dingen, ihr kennt euer Bad am besten. Das wissen wir. Wir wissen nur, wir kennen unsere Bäder, ja, die wir betreuen. Aber ihr kennt euer Bad am besten, so wie jede Technik völlig unterschiedlich auch ist. In den Grunddingen alle gleich, aber das Leben einer Schwimmbadtechnik ist immer selber, hat immer eine eigene DNA. Es ist aber auch eben die Aufsicht. Und dahingehend, wir würden gern von euch hören, in jeglichen Kommentaren. Ja, immer schreibt uns rein, wo es bloß geht. Und wir haben gesagt, wir schauen, dass wir uns zeitlich immer so einigermaßen im Rahmen halten, ja, und versuchen, das ganze Punkt immer wieder auf den Punkt zu bringen. Und das sag ich, gell? Das ist total cool. Ich bin ja schon stolz auf mich. Nee, also was ist der Ausblick nochmal? Was ist so der Schlussfolgerung zum Abschluss noch? Also ich glaube, das ist ein Thema, was definitiv einfach auf nochmal massiv auf den Tisch muss. Ja, was nicht hinten runterfallen darf. Und es kann nicht sein, dass man zu diesem Thema sagt, es ist im Endeffekt laut Statistik ist es weniger Gewalt in den Bädern, ja, aber trotzdem kündigen Mitarbeiter und Fachkräfte, weil ihnen der Job zu gefährlich ist. Also da beißt sich die Katze einfach gerade in den Schwanz, und ich glaube, dass eben die Dunkelziffer in dieser Art und Weise, wenn man die jeweiligen Mitarbeiter mal fragt, die Fabs fragt, die Meister fragt, ein ganz anderes Bild dabei rauskommt. Ja? Und das ist, glaube ich, das Schlusskredo, einfach zu sagen, hey Leute, es gibt Lösungen. Ja? Es gibt Dinge, wo man wirklich gucken kann, wie schafft man es, Gewaltprävention in Bädern zu betreiben. Ja? Und wir haben nie eine Patentlösung hier jetzt, und wir haben es auch nicht ausbreiten können. Aber es ist immer der Punkt, ihr müsst aufstehen, ihr müsst euer Wort geben und ihr müsst laut werden. Und ab dem Zeitpunkt kriegen wir im Endeffekt auch die Stimme dafür, in diesen Bereichen auch Dinge zu tun. Es ist nur schade, dass sehr viele mittlerweile schon so gebrochen sind, Ja. dass sie einfach gar keine Lust mehr haben. Das ist ein schlechter Weg momentan. Ja, also gefällt mir nicht, wo ich sage, okay, viele haben ihren Kopf einfach schon in den Sand gesteckt. Entweder machen sie halt nur noch ihren Job oder sie haben noch die Kraft und den Mut, woanders hinzugehen. Ja, sie schaffen nochmal diese Kehrtwende, ja, woanders hin, raus aus diesem ganzen Wahnsinn, ja, aus dieser Spirale. Aber es gibt auch ganz viele, und mein Respekt dafür, die trotzdem immer wieder hochhalten, dass sie ihren Beruf gerne machen, dass dieser Beruf wirklich ein Beruf ist, den man jedem jungen Menschen empfehlen kann. Ja, aus vielerlei Gründen. Wir wollen jetzt nicht mehr diese Thematik, die ist auch schon langsam langweilig. Dieses Gefühl, das jeder von uns in sich trägt, ja, wenn er seinen Job gerne macht. Das kann man auch sehr schwer in Worte fassen. Aber ich glaube, und das will ich jedem Einzelnen da draußen sagen, das, was ihr diesen Sommer leistet und die Sommer davor und die nächsten Sommer, das ist mehr wert, meiner Meinung nach, als vieles andere da draußen. Das hat einen riesen Mehrwert, einen ganz wichtigen Wert sozial in unserer Gesellschaft. Und wir müssen da weitermachen. Alex und ich, wir arbeiten intensiv daran, dass wir unser Berufsbild stärken, und zwar auf die andere Art und Weise, nicht auf diese 0815-Schiene. Ja. So, ja. Also auch da meldet euch bei uns, ja, unterstützt uns dabei, dass wir dieses Berufsbild mit euch gemeinsam auch wieder auf diese Landkarte bringen, dass junge Menschen vielleicht diese Chance für sich sehen und einen geilen Job finden, ja. Ich habe noch 100.000 Begriffe ja, meinem Skript sozusagen. Wir sind wieder nicht, ja, unter 30 Minuten geblieben. Wir schaffen es einfach nicht. Es tut uns einfach leid, ja. Vielleicht schaffen wir es bei unseren Herbstseminaren bei Dr. Nüsken, ja. Wir versuchen es auch da, ja. Also wenn ihr uns live sehen wollt, da können wir auch übrigens über diese Thematik sprechen, und Ja. zwar, ne, nebeneinander, da ist das Geschmäckle nochmal viel, viel besser. Face to face.
Face to face. Ja, jetzt haben wir ein paar ruhige Tage gehabt bei dem Wetter. Vielleicht kommt nochmal ein Sommerendspurt. Ja. Toi, toi, toi. Haltet den Beckenboden sauber, meine Lieben. Und in diesem Sinne sag auch ich danke und bis zur nächsten Folge mit David und Alex. Vielen Dank an euch alle da draußen und wünscht euch wirklich eine gute Zeit, noch einen guten Abschluss in den Sommer. Und wir sehen uns, ganz sicher, egal in welcher Form. Alles klar, dann für euch, wir verabschieden uns. Betriebstagebuch mit David und Alex. Also, bis denn. Ciao.